grüße alle, die im Widerstand gegen Unrecht aufstehen wollen. Heute berichte ich, wie meine Frau und ich in unserer Diktatur in der Bundesrepublik in Deutschland, Abkürzung BRIT, seit Jahren terrorisiert werden. Ich rede hier speziell von den Gerichtsprozessen 2O1282 aus 09 und 5O1283 aus 09, die man in Ostfriesland gegen uns in Gang gesetzt hat, um uns in jeder Weise zu ruinieren. Dabei hat man uns das rechtliche Gehör vollständig verweigert. Egal also, was wir geschrieben oder bewiesen hatten, es wurde nicht zur Kenntnis genommen. Wir wurden also mit manipulierten Scheinprozessen des Gerichts aus unserem Haus vertrieben und sollen noch satt dafür zahlen. Halten Sie für unmöglich? Ich berufe mich hier auf mein Recht der freien Meinungsäußerung, der freien Berichterstattung und des Widerstandsrechts nach Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4. Hintergrund war, wie auf www.fernsehkritik.tv Folge 85 mitten im Terror zu sehen, dass wir uns ein Haus in Ostfriesland, genauer gesagt Holterfehn, gekauft hatten und dort nach kurzer Zeit von Anwohnern zuerst belästigt, dann genötigt und bedroht wurden. Man hat uns dort organisiert vertrieben. In meiner damaligen Naivität dachte ich noch, Vertreibungen sind ein Relikt des letzten Weltkrieges. Aber glauben Sie mir, auf Kuhdörfern funktioniert das heute besser denn je. Wir wurden also von Anwohnern dauerhaft bepöbelt. Ein Wohnen oder Leben war unmöglich. Sie werden sich fragen, warum wir nicht die Behörden eingeschaltet haben. Hatten wir, doch die Behörden machten aus der Vertreibung erst eine handfeste Sache. Also klammerten wir uns an den letzten Strohhalm und wollten die Zustände dort über einen Fernsehsender öffentlich machen. Wir gerieten an die Produktionsfirma Imago TV, welche zwei Freiberufler zu uns schickte. Die verantwortliche Reporterin war Diana Spreewald, Name geändert. Beide Reporter unterschrieben nach doch einigem Misstrauen unsererseits einen von uns aufgesetzten eindeutigen Vertrag, wonach eine sachliche und realitätsnahe Reportage über die Zustände dort zu drehen war. Persönlichkeitsrechtsverletzungen waren verboten. Durch diesen Vertrag in Sicherheit gewogen, vertrauten wir den beiden vorerst. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnten, die Anwohner hatten längst mit dem Fernsehteam hinter unserem Rücken ein Drehbuch geplant, um uns mit Hilfe einer Hetzsendung dermaßen schlecht zu machen, dass wir gar nicht weiterhin dort wohnen konnten. Zusätzlich hatte man mediale Fallen vor laufender Kamera geplant, um uns nachher über offensichtlich ebenfalls abgesprochene Gerichtsprozesse auch finanziell zu ruinieren, für welche die Anwohner vorher extra eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hatten. Es sollte eine Vernichtungskampagne werden, die übrigens bis heute aufrechtgehalten wird. Sobald von behördlicher Seite eine weitere Nötigung auftaucht, werde ich in weiteren Videos auf Einzelheiten eingehen, will hier jedoch erst einmal einen Überblick verschaffen. Als die fertige Sendung, deren rechtswidrige Ausstrahlung wir auch mit Anträgen vor dem ostfriesischen Landgericht in Aurich nicht verhindern konnten, am 7.05.2009 auf RTL gesendet wurde, begann die Hexenjagd auf uns. Bereits am 9.05.2009 stand nachts vor unserem Haus ein organisierter, tobender und gröhlender Lynchmob, brüllte Vertreibungsparolen und warf kleine Steine gegen unsere Fenster. Ich hatte am geöffneten Fenster ein Diktiergerät laufen und rief in kurzen Abständen den Notruf der dortigen Polizei an, welche den Einsatz verweigerte. Erst ein Anruf in der nächsten Stadt Papenburg brachte nach 50 Minuten, in welchen ich glaubte, der Dorfpöbel würde gleich mein Haus stürmen, die Polizei auf den Plan. Es kamen 4 Polizisten herbei, wovon einer in unser Haus kam, vorher jedoch noch lachend Instruktionen eines Pöblers entgegennahm. Sein Kommentar: Mog wie, also machen wir. Kurioserweise war der, der den Polizisten instruierte, einer der Anwohner, der uns daraufhin verklagte. Der Polizist verweigerte die Strafanzeigenaufnahme, zum Beispiel wegen Haus- oder Landfriedensbruch. Nun war klar, wie deutlich hier alles abgesprochen war. Als wir nach dieser nächtlichen Dorfaktion und der Sendung, die unseren Ruf mit Hilfe von verfälschenden Zusammenschnitten, einer fiktiven Handlung und Unterschiebungen immer noch nicht schreiend das Haus verlassen hatten, setzten die Anwohner Plan B in Kraft. Sie starteten zeitgleich 3 Klagen vor dem Landgericht Aurich und nahmen ihre eigene Inszenierung, die Doku-Soap Mitten im Leben, als Grundlage der Klage. Auf diese Weise wurde ein schweres Verbrechen an uns begangen, welches bis heute weiterhin durchgezogen wird, wie es einer der Kläger selbst formulierte. Man klagte uns an, Persönlichkeitsrechtsverletzungen begangen zu haben. Darüber hinaus hätten wir die Grundstücke der Anwohner überwacht, und zwar mit einer Webcam für ganze 15 Euro, die uns über einen Monitor unsere eigene Einfahrt sehen lässt. Die Kläger jedoch hinter der Rückseite unseres Grundstücks in einer ganz anderen Straße wohnen. Beweisen und dokumentieren würde dies die völlig glaubhafte Sendung Mitten im Leben. Aber auch die Regisseurin Diana Spreewald würde bezeugen, dass ihr Drehbuch absolut die Realität darstellt. Ebenso hätte ich Jugendliche, hier zarte Kinder genannt, die von ihren Eltern vorgeschickt vor unserem Haus permanent Patrouille fahren, durch von Diana Spreewald zusammengeschnittene und umgedeutete Kommentare beleidigt. Das glauben Sie nicht? Dann haben Sie noch nicht mit dem Landgericht Aurich in der BRIT zu tun gehabt.
Und zwar spätestens nach dem ersten Satz der Klage, die Kläger wohnen bereits seit vielen Jahren hier, klar, dass wir abgeurteilt werden sollten und dass das Ende der Prozesse längst feststand. Aber wie weit waren die Behörden an diesem Verbrechen der Rechtsbeugung beteiligt? Ich will mal vorwegnehmen, dass das niedersächsische Justizministerium, ich weiß nicht, wie oft aufgefordert wurde, uns einen fairen Prozess, den international anerkannten Fair Trial, zu gewähren. Der Justizminister Bernd Busemann schrieb nach etwas öffentlichem Druck selbst, dass er dem Landgericht Aurich nicht die von uns geforderte Weisung erteilen konnte, die rechtsstaatlichen Grundsätze des fairen Verfahrens in unserem Falle einhalten zu lassen. Wer den Satz jetzt nicht ganz verdaut haben sollte, er bedeutet, na, wenn Sie halt mit Willkür vor dem Landgericht Aurich fertig gemacht werden, was kümmert's das Justizministerium, die wir eigentlich die Aufgabe hätten, für die Einhaltung der Gesetze vor den niedersächsischen Gerichten und Staatsanwaltschaften zu sorgen? Bereits vor Herrn Busemann haben übrigens andere Brittmänner stets die richterliche Unabhängigkeit vorgeschoben, ein beliebtes Argument, wenn justiziale Willkür durchgezogen werden soll. Per Gesetz hat nämlich jeder Richter natürlich das Gesetz einzuhalten. Aber nun zu den Prozessen. Es wurden unter anderem zwei Prozesse zeitgleich von zwei Anwohnern und Initiatoren der Sendung mit demselben Text von demselben Anwalt am selben Tag eingereicht, um den Schaden für uns als Vorverurteilte zu erhöhen. Bei beiden Prozessen wurde der Streitwert ins Unermessliche hochgerissen, um den Schaden für uns zu erhöhen. Dem Gesetz nach, nämlich ZPO, Zivilprozessordnung, müssen solche gleichen Prozesse zusammengelegt werden. Der Streitwert muss sachgerecht und dem Einkommen nach bemessen sein. Da man mich als Musiklehrer mit dieser Hetzkampagne eh schon ruiniert hatte, wurde der Streitwert aber in beiden Fällen auf 19.000 Euro hochgezogen. Die Zusammenlegung der Fälle wurde verweigert. Nun sind erst einmal die darin verwickelten Richter zu nennen. Begonnen hat ein Dr. Daniel Hunsmann, der gleich zu Beginn einen vernichtenden Hinweisbeschluss verfasst hatte. Er behauptete, bei Minute 14:42 würde meine Frau eine Kameraanlage einschalten. Gewichtiges Wort für eine billige Webcam. Schade nur, dass bei der angegebenen Zeit eine Klägerfamilie am Terrassentisch sitzt. Macht aber nichts. Hauptsache, wir als Beklagte sind halt irgendwie schuld. Meine Frau schaltet übrigens in der ganzen Sendung nichts an. Der Dr. Hunsmann hatte mich dann noch während der ersten Verhandlung schwer genötigt bzw. erpresst, mich freiwillig zu ergeben. Freiwillig zu ergeben. Ich würde dann etwas billiger dabei wegkommen. Danke, Herr Dr. Hunsmann. Vielleicht war er noch in Gedanken bei seinem von ihm geschriebenen Buch Der Volksgerichtshof, zu beziehen bei Amazon. Er ließ noch weitere Aussprüche folgen, die ein Prozessbeobachter mitgeschnitten hat. So zum Beispiel, ich habe so viel an dem Hinweisbeschluss geschrieben, dass mir ein Urteil gar kein Problem mehr macht. Da kommt nur noch die Kostenrechnung drunter und dann ist das klar. Hierzu muss man wissen, dass ein Hinweisbeschluss eine vorläufige Einschätzung eines Richters ist, die selbstverständlich nach Vortrag der Parteien und Beweisführung korrigiert werden muss. Aber auch hier wird die Vorverurteilung deutlich. Weiterer Spruch zu meiner Wehr vor Gericht. Nun wollte ich zum Ausdruck bringen, es hat wenig Sinn. Nein, in Aurich macht Verteidigung wohl wirklich keinen Sinn. Weiter. Da hole ich dann Frau Spreewald an, die sagt, nee, das hat er so gesagt, wie es da steht. Dann ist die Sache klar. Aha, Richter Hunsmann weiß also bereits vor einer Zeugenvernehmung, was die Zeugin sagen wird. So. Wobei es natürlich grotesk ist, die Regisseurin dieser Kampagne als Zeugin für ihre eigene vertragswidrige, geskriptete Sendung zu holen. Aber genau das wurde getan. Nachdem Richter Kluss im Parallelfall als völlig eigenständiger Richter den Hinweisbeschluss von Richter Hunsmann seitenweise Wort für Wort abgeschrieben hatte und ich mich immer noch nicht erpressen ließ, wurde tatsächlich in einer weit späteren Verhandlung, nachdem anhand einer neunseitigen Widerspruchsliste die Unstimmigkeiten und Lügen der Sendung nachgewiesen waren, die Regisseurin als Zeugin geholt. Die sollte nun bestätigen, dass Mitten im Leben wirklich wahr ist. Ein Richter Raab inszenierte hier eine äußerst schlechte Show, die die Qualität einer Barbara Salesch-Sendung hatte. Er hatte vorgefertigte Fragen, die offenbar mit der Diana Spreewald einstudiert waren. Es kam nur etwas Dummes dazwischen. Ich hatte selbst 19 Fragen an die sogenannte Zeugin, die sie als Lügnerin und das ganze Schauspiel als Prozessbetrug enttarnt hätten. Diese Fragen sollten unter Eid gestellt werden, beantragte mein Anwalt. Die Beeidigung wurde von Richter Raab abgelehnt. Die Fragen wurden, nachdem Herr Raab begriffen hatte, dass gleich alles auffliegt, unterdrückt. Zwischendurch musste Richter Raab die Verhandlung verlassen, um sich von seinen Kollegen Rat einzuholen, wie er mit der Situation nun umgehen soll. Die Regisseurin und die ganze Klägertruppe folgten ihm im Gänsemarsch. Von Befangenheit und Absprache natürlich keine Spur. Als der weitere Werdegang des Verbrechens geklärt war, kamen alle wieder ins Verhandlungszimmer.
Natürlich überging Richter Raab seinen Befangenheitsantrag, genauso wie die anderen zahlreichen Richter. Im stillen Kämmerlein passte Richter Raab noch einige Aussagen im Verhandlungsprotokoll an, er fälschte es also, was ebenso durch Mitschnitt eines Prozessbeobachters belegt wurde. Nun stimmte alles. Ich war absolut schuldig. Meine Frau auch. Wahrscheinlich aufgrund ihres Nachnamens war er doch derselbe wie meiner. Am Ende der Angelegenheit haben etliche Richter eine Szene bei Minute 14:42 bestätigt, die es gar nicht gibt. Die Namen der Richter, die darin verwickelt sind: am Landgericht Aurich Richter Dr. Hunzmann, Kluss, Raab, Böttcher, Rohls, Dr. Janke, Heinemeier, Hodorf, Übereck, Dr. Herbst, Vogelsang, Richterin Wetzel. Vom Oberlandesgericht Oldenburg: Richter Gerken, Lichte, Kologe, Jaspert, Mürmann, Daum. Es ist für mich unbegreiflich, wie sich so viele und eigentlich gebildete Menschen wegen ihres Einkommens so tief in kriminelle Machenschaften einbeziehen lassen. Am Ende, nachdem man uns aus Holterfehn vertrieben hatte, wir unser Haus mit hohen finanziellen Verlusten verloren hatten, ich mein Musikgewerbe verloren hatte, hatten die Anwohner, die beim nächtlichen Krawall dabei waren, immer noch Angst, dass wir unsere Einfahrt mit einer Webcam beobachten könnten und hielten die Klagen aufrecht. Spätestens da hätten dem Gesetz nach die Richter die Kosten den Klägern auferlegen müssen, wegen des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses. Weit gefehlt, man bastelte nun an einer Art Begründung für die Kostenbeschlüsse. Dabei ignorierten die Richter selbstverständlich zahlreiche Befangenheitsanträge, die dem Gesetz nach den jeweiligen Richter bei der bloßen Annahme der Zugehörigkeit zu einer Seite abgesetzt hätten. Aber nein. Den Beschluss in einem der zwei fast identischen Streitfälle fällte ein Richter, welcher die Rechtsanwaltskammer gegen meinen Rechtsanwalt, Herrn Eva, Name geändert, aufwiegelte, weil dieser Rechtsanwalt doch die Frechheit besaß, mich zu verteidigen und anfangs gegen die Richter sogar zu argumentieren. Dieser Rechtsanwalt hat seinen Posten verloren und soll nun anderweitig bei einer Versicherung arbeiten. So macht man das eben in Ostfriesland. So wurde zum Beispiel der einen Klägerpartei erlaubt, mit einer Kamera oder zumindest einer Attrappe, die von deren Obergeschoss aus unseren gesamten Garten überwacht hatte, Überwachungsdruck bei uns zu erzeugen. Wobei wir jedoch nicht unsere eigene Einfahrt beobachten durften. Diese Klägerpartei hat auch in zwei mündlichen Verhandlungen ganz offen im Beisein des Richters ausgesprochen, sie wolle, dass wir schnell das Haus aufgeben und wegziehen. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Klägerpartei hat später auf YouTube in einem Kommentar den gesamten Prozessbetrug zugegeben. Glauben Sie nicht, dass solche Kleinigkeiten die Richter auch nur zur Kenntnis nehmen würden? Auch dass wir das Gericht aufforderten, die Beschlüsse zu unterschreiben, damit sie überhaupt rechtsgültig werden, wurde ignoriert. Ebenso hat man ignoriert, dass wir das Landgericht Aurich als Schieds- oder Ausnahmegericht erkannt hatten und uns davon distanziert hatten, weil das Grundgesetz diese Sorte Gerichte verbietet. Hat nicht interessiert. Selbstverständlich wurden sämtliche Strafanzeigen wegen Prozessbetrugs, wegen Rechtsbeugung und anderer Straftaten kommentarlos eingestellt und abgebügelt. Wenn Sie nun noch eine Steigerung der Diktatur in der Brit für möglich halten, ich eigentlich nicht. Ich hatte den Niedersächsischen Landtag wegen dieser massiven Rechtsbeugung angeschrieben, auch die meisten Abgeordneten persönlich. Es hat sich niemand, ich betone niemand, für die Aufklärung dieser Schweinerei oder einen rechtskonformen Prozess eingesetzt. Denken Sie bitte vor jeder Wahl, zu der Sie vielleicht noch gehen würden, besser aber nicht, daran, dass Sie mit Ihrer Stimme, egal für welche Partei, Leute bevollmächtigen, solche Vernichtungskampagnen durchzuziehen oder zumindest teilnahmslos daneben zu sitzen. Verstehen Sie diesen Beitrag bitte nicht als Skandalunterhaltung, denn es kann in Kürze jeden von uns treffen, auch Sie. Wenn Sie im Internet etwas forschen, werden Sie feststellen, dass gerichtliche Willkür in der Brit wie eine Seuche über unserem Land liegt. Das sagen sogar Richter außer Dienst. Beliebte Winkelzüge der Gerichte sind zumindest: Beschwerden laufen im Kreis, das heißt, es wird die Bearbeitung einer Beschwerde mit sinnleeren Textbausteinen abgelehnt und weitere Schreiben beziehen sich immer wieder auf die erste Ablehnung. Ein weiterer Winkelzug: Das Verbrechen der Rechtsbeugung wird meist von mehreren begangen. Das heißt, ein Richter liefert, wie beim Fußball, den Pass, der nächste die Vorlage, der dritte schießt das Tor. Aber gewesen ist es am Ende keiner. Gerichte wollen die verursachten Verbrechen natürlich geheim halten. Deswegen verbieten sie Film- oder Tonaufnahmen. Es soll keine Zeugen geben. Richter und Staatsanwälte greifen sich gegenseitig nie an, das heißt ermitteln nicht gegeneinander. Wenn doch, war einer in der Standesgemeinschaft unbeliebt. Sich der Rückendeckung bewusst, begehen sie jede nur denkbare Rechtsbeugung. Das trifft noch nicht für alle zu, aber faire Richter haben nun mal keine beruflichen Aufstiegschancen. Richter unterschreiben nie ein Urteil oder einen Beschluss. Zur Beglaubigung wird eine Justizangestellte vorgeschickt. Dies kann ein Azubi oder eine Putzfrau sein, denn auch Reinigungskräfte sind unter anderem bei der Justiz angestellt.
Um den zu Verurteilenden zu brechen, werden abweisende Beschlüsse, Klagen etc. zu Feiertagen wie Heiligabend, Geburtstag, Hochzeitstag zugestellt. Dies ist Teil der Nötigung. Mein Rat an Sie, da in unserem Land momentan überall justiziale Willkür herrscht, bestenfalls jedoch Stillstand der Rechtspflege, gehen Sie nicht vor Gericht, bis dieser Zustand beendet ist, und lassen Sie sich nicht vor Gericht zerren.